Willkommen zurück zum Politik-Tagoon mit der Piratenpartei. Wir sind leider ganz knapp am Bundestag gescheitert. Jetzt werden wir hoffentlich in Mecklenburg-Vorpommern einziehen. Letztes Mal war es ja knapp. Perfekt. Perfetto, perfetto. Der Trost ist tot. Schwacher Trost, dass wir ihn ehren. Bis dass der Tod uns scheidet. Ach, der Tod hat uns ja schon geschieden. Na, ist ja egal. Ah, Gott. Jo, den senken wir natürlich, was auch immer das mit Ökologie zu tun hat, und die erhöhen wir. Boah. 11 Wochen ist immer noch Berlin. Gut. Wir werden natürlich auch in eine Koalition gehen, wenn uns das, wenn wir ein gutes Angebot kriegen. Wenn das Wörtchen, wenn nicht, wer. Wir machen natürlich auch die unrealistischen Koalitionen. Verhandeln muss man alles. Hier wie Sellerie, Johanna Huber, oh, ein Skandal, ein Skandal, den kann ich jetzt mal gar nicht gebrauchen. Berlin ist nicht so unsere städtische anscheinend. 5, 26 Wochen Rheinland-Pfalz. Oh, läuft Spiel schon mal besser auf jeden Fall. Einiges zu tun anscheinend. Anzahl Berufssoldaten soll gesenkt werden. Da wären wir dafür. Wären wir nicht an der Hürde gescheitert, könnten wir diese Dafür-Stimme auch ausleben. Wir aber anscheinend eh nicht viel dran ändern können an der Entscheidung des Bundestages. Wahl zum Abgeordnetenhaus Bala. Ballon, 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 3,39%, das ist sehr erfreulich, es sieht wohl alles nach grün, rot, rot aus. Grün, rot, rot. Boah, das tut immer alles weh, wenn man das zu häufig macht. Grün, rot, 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 grün, rot, rot, rot. Boah, das reicht. Ich muss jetzt hier nicht den Adolf Hitler von modernen Meme. Das sollte ich mir fürs Cold War mit Let's Play aufheben. Wir verlieren, das ist ja nicht nett. Schleswig-Holstein. Einfach so, ist ja nicht nett. Nix da, bitte. Joa, bisschen Radiowerbung auf jeden Fall noch. Möchten ja weiterhin stärkste Kraft sein. Automatisches Sorgerecht für Väter soll abgeschafft werden. Interessant, das sind wir natürlich dagegen, aber anscheinend haben wir ein ziemlich konservatives Parlament. Trotzdem abgelehnt, aber wunderbar. Obwohl wir eine rot-rot-grüne Regierung haben, möchte ich einfach nur mal anmerken. 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 War nicht Merkel, sondern Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, wenn ich mich recht erinnere. Wenn wir ein bisschen mehr Werbung gemacht werden, wir eingezogen. Naja. Das ist ja jetzt nicht wichtig. Wir müssen uns gerade auf Schleswig-Holstein. Schwerbt eben nicht durch, dann bringen wir es jetzt durch. Das ist bescheuert. Ne, wurde wieder abgelehnt. Na, wann kommt, wird's das nächste Mal eingebracht? Wer hat noch nicht, wer will noch? Hat doch nicht, wer will noch mal, wer will noch nicht, wer hat noch mal? Armen Lo, die arme Carmen. Okay, es reicht. Car 21, 26 Wochen Niedersachsen. Plakatwerbung kommt inzwischen zu unserem Standardprogramm zählen, würde ich fast sagen. Aber wir verlieren immer so ein bisschen. Die arme Frau Mochtler. Wären zwar stärkste Kraft, aber das ist nicht nett. Das ist nicht nett, was uns da aufgetischt wird. Andrea Nahles ist neue Ministerpräsidentin von Hessen. Und mein Beileid an die Tote. Frau Hendricks, genau, Frau Hendricks. Wir werden nichts verlieren. Doch, doch, ist nichts verloren. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön.
Dankeschön, Dankeschön. Die Freien Wähler sind weiter drin und die Partei ist eingezogen. So. Wir haben einen Sitz dazu gewonnen. Interessant. Neue Thema, Studiengebühren. Können, genau. Dafür haben wir Geld, wahrscheinlich, weil wir stark gekauft wurden. Erfreulich, Kriegseinsatz wird abgeschafft. Auch erfreulich. So, Verhandlungen. Es ist fast nicht möglich, ohne uns zu koalieren, aber so wie ich das kenne, macht die Union lieber mit der Partei zusammen als mit mir. Aber vielleicht schaffen wir grüne SPD-Piraten. Piratgrüne Partei. Erste Ministerpräsidentin, die zweite Ministerpräsidentin. Oh, die Anna ist jetzt auch noch, die Anna, die ehemalige Kommunistin, hat sich rehabilitiert und ist jetzt sogar Ministerpräsidentin. Piraten stellen jetzt schon zwei Ministerposten. Oh, ich bin gerade, oh. Ich bin gerade gut drauf. Frau Karliczek, nee, die sind's. Frau Selbert, nee, solche Leute holen wir nicht. Nee, markierte Leute holen wir hier nicht ran. Das verstößt gegen meine Ehre. So, ja, wie ich, na. Erst bei einer anderen Partei, aber. Oder war der? Ist ja schon aus der V-Partei raus. Die V-Partei gibt es ja nicht mehr. Ach, super, perfekt. Ja, schon mal gelöscht. So. Niedersachsen. Ziehen wir nicht ein. Ist aber kein Pro ka gar kein Problem. No problemo. Müssen erstmal einen allgemeinen deutschlandweiten Spiegel halten, plus eben was war, wo wir noch drin waren. Naja, wir haben ja einen Ministerpräsidenten in von Schleswig-Holstein und jetzt, was hatten wir vor? Was war das? Wann war der, wo waren wir denn noch so stark? Weiß ich gar nicht mehr. Waren wir Ministerpräsidenten? Hesse? Nee. Saarland? Da sehe ich Saarland. In 34 Wochen ist Bayern, da machen wir schon mal, weil es ja sonst niemand mocht. Die sind vorglühen. Was kommt jetzt mal in Bayern? Oh, haben wir gute Chancen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Bei Bayern teuer ist. Da haben die großen Parteien natürlich einen deutlichen Vorsprung. Halbi soll entlegalisiert werden. Not good, not good. Dankeschön. Die machen die super. Machen die alle super. Zentrum ist eingezogen. Das ist auch interessant. Der Horrormann. Du Gebühren Bayern 30. 30 Woche. 30 Woche. Rudimar, der Herr Ladentheke. Und der Herr Holm. Ist auch irgendwie so, ne? Bayern, Herr Weg, na. Teuer werden. Weiß nicht mehr. Wir müssen den Einzug schaffen. Die Freien Wähler werden uns nämlich zu, werden uns bestimmt zurückdrücken, aber ich gehe davon aus, dass wir. Vielleicht schaffen wir nicht den Einzug, aber wir müssen auf jeden Fall ein gewisses Niveau halten, sonst für zum Ende des Spiels gegen die Freien Wähler echt machtlos, muss man einfach sagen. Echt machtlos. Ja, Herr Semsrott ist so der arme Herr Semsrott. Wir trauen um Herrn Semsrott. Vor allem in Anbetracht unseres ehemaligen die Partei Let's Plays. 22 Wochen in Hessen. Hesse. Danach müsste kurz danach, glaube ich, aufs Saarland kommen. Weil es ist so günstig, ganz ehrlich. Waren Sie ehrlich? Frau Heißmann nach Annegret Kramp-Karrenbauer von den Grünen, das neue Bürgermeisterin von Berlin. Was ist da kaputt? Was ist da kaputt? Och Gott, die schmeißen ja alle raus. Die schmeißen echt alle raus. Oh. Ich schmeiß echt alle raus. Die NPD kommt Hauptsache rein. Bei SPD, AfD, alle fliegen sie raus. Alle. Interessant. Da werden wir auch verlieren und wir werden nicht einziehen. Eventuell verlieren wir nicht. Das wäre mein Ziel. Ja, mein Ziel ist über 3%. Boah, das ist doch abnormal. Das ist doch abnormal. Und die NPD stoff ordnet den Ernst. Einzug. Oh Gott! Die Freunde
Frau Schmidt mit absoluter Mehrheit in Bayern. Die Freien Wähler haben ja ganz gute Chancen, eigentlich in Sachsen einzuziehen. Das ist, finde ich auch erstaunlich. Ganz gute Chancen. Sie haben Chancen. Ich denke, die werden ganz knapp vielleicht in der 5%-Hürde scheitern. Die sind in Umfragen so bei 4%. Die meisten Umfragen tauchen gar nicht auf, aber wenn die in irgendeiner Umfrage sind, sind die bei 4%. So, sag jetzt für diese Folge aber mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es dann wahrscheinlich ins Saarland. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mädels.